Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und ich brauche das eigentlich nicht. So schaue ich übrigens aus, wenn du eine telefonische Sitzung bei mir hast. Also ich sitze genau an diesem Ort und habe dieses Headset auf und da rede ich dann mit meinen Klientinnen und Klienten und mache mir nebenbei Notizen. Was hat das alles mit dem heutigen Podcast zu tun? Heute habe ich das Thema Gewohnheit. Ich bin es gewohnt, hier zu sitzen, habe es mir angewohnt in diesen 2 Jahren Pandemie, wo natürlich die Telefonsitzungen weit mehr zugenommen haben, weil viele Leute den Weg zu mir nicht mehr direkt gesucht haben, sondern eben übers Telefon. Und die holen sich dann ihre Beratungen, die energetischen Sitzungen telefonisch ab. Und ja, das hat sich für mich eingebürgert. Das heißt, ich bin automatisch hier auf dieser Couch, auf diesem Gästebett von mir und rede eben in mein Headset rein. Was hat das jetzt alles für eine Bedeutung, diese energetische Gewohnheit? Wir sind alle zu bequem geworden. Wir alle haben gewisse Gewohnheiten uns angeeignet während dieser letzten 2 Jahre. Und manche Dinge sind einfach eingefahren. Und ich möchte dich heute dazu einladen, dass du auf deine Gewohnheiten einmal schaust. Was wiederholst du jeden Tag, ohne darüber nachzudenken? Denn das ist eigentlich so das Ziel unseres Gehirns, möglichst wenig Energie zu verwenden auf Dinge, die sich einfach eingeschlichen haben. Über was denkst du nicht mehr nach? Was ist Alltag für dich geworden in diesen letzten 2 Jahren? Welche positiven oder negativen Angewohnheiten hast du angefangen? Viele meiner Klienten berichten darüber, dass sie zu viel Alkohol trinken, den Körper vernachlässigen und einfach ja, diesen ganzen Rattenschwanz an negativen Angewohnheiten, wo sich einfach manches verändert hat, worüber man nicht mehr so nachdenkt. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Schau dir also deine Eigenschaften an, egal ob gut oder schlecht. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern einfach, was tut dir gut, was tut dir nicht so gut? Was hat sich eingeschlichen in den letzten 2 Jahren? Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir natürlich permanent in einer gewissen Alarmiertheit gehalten werden. Das heißt, der Stresslevel, dieses, es kommt Gefahr, wir müssen aufpassen, wir müssen informiert sein, das hat sich natürlich angehoben. Denn wann hast du das letzte Mal so regelmäßig Nachrichten verfolgt wie zu dieser Zeit? Wann jagt eine Horrormeldung die nächste? Und diese Aufmerksamkeit, die du nach außen richtest, wo du immer sagst, ich muss da jetzt aufpassen, was darf ich heute nicht, das macht etwas mit dir. Mach dir das bewusst. Mach dir bewusst, was dieser permanente Stresslevel eigentlich mit dir macht. Mach dir bewusst, wo ist deine Aufmerksamkeit, wo zieht diese hin? Was macht diese Zeit mit dir? Und mach dir auch bewusst, dass du nicht Opfer dieser Zeit bist. Natürlich kann man da einsteigen und sagen, okay, ich habe die und diese und jene Verluste erlitten während dieser Krise. Ich habe diese und jene Ängste entwickelt während dieser Krise. Aber lass es nicht zu einer Gewohnheit werden. Erinnere dich daran, dass du in deinem Innersten nicht dazu gemacht bist, permanent nur in einem Stress gehalten zu werden, permanent nur gesagt zu bekommen, was ist richtig, was ist falsch. Denn in deinem Innersten ist etwas lebendig, ist eine Urkraft und diese Urkraft lebt von Bildern und diese Bilder musst du diesem inneren Licht, dieser Seele auch bereitstellen. Nähre deine Seele, finde Seelennahrung. Und Seelennahrung erhältst du nicht vom Handy. Ist schon klar, das kommt jetzt über YouTube. Aber diese Nahrung kriegst du woanders. Diese Nahrung kriegst du, wenn du rausgehst, wenn du spazieren gehst, wenn jetzt Frühling anfängt, in die Sonne wieder gehst, wenn du dich selber bewegst, dann kommen diese Eindrücke wieder zu dir. Und die kommen nicht über eine Nachrichtensendung, über irgendwelche Horrormeldungen,
Die kommen nicht über etwas, was du nicht in der Hand hast, sondern mach dir auch bewusst, wie kannst du dein Leben jetzt zu einem positiven, zu etwas Positivem ändern, deinem Leben eine positive Wendung reinbringen. Was hast du jetzt in der Hand? Wo kannst du einen neuen Impuls bekommen, etwas verändern für dich? Und zwar nicht für irgendeine Plattitüde, wo man sagt, ja, damit rettest du jetzt die Welt oder damit änderst du irgendetwas, sondern in deinem Rahmen für dich etwas verändern. Und ich möchte die Welt jetzt auf das wieder runterbrechen, auf dein Leben, auf deinen Wirkungsbereich, auf deine Beziehungen, auf deinen Körper, auf deine Bewusstheit. Egal, ob du vielleicht mal, wie gesagt, spazieren gehst, ein neues Buch liest, einmal eine Detox von Social Media machst, versuche mal, positive Veränderungen zu bringen und beobachte dich wirklich aufmerksam dabei. Wie oft hast du dein Handy in der Hand und schaust dir irgendwelche sinnlosen Meldungen oder Bilder an? Wann tust du bewusst etwas, anstatt dich berieseln zu lassen? Wann nimmst du teil an einem Seminar, an einem Workshop, bildest dich weiter? Wann gehst du aus deiner Komfortzone, aus diesem ewigen Hamsterrad raus? Wann hörst du auf, dich berieseln zu lassen und bist aktiv? Und diese Aktivität, dieses bewusste Wählen, dieses bewusste Ausblenden von gewissen Sachen und fokussieren auf das, was dir wichtig ist, das macht dich wieder lebendiger. Also finde deinen Fokus, geh raus aus der Bequemlichkeit und lass dich nicht davon einlullen, dass diese Alertheit, diese permanente Alarmbereitschaft, dass dir jemand etwas sagt, was zu tun ist und was wichtig für dich ist, lass dich von dem bitte nicht einschüchtern. Du bist ein bewusstes, klares Wesen und lass dich da nicht einschränken. Das wär's für heute. Falls du Interesse hast an einem Workshop oder ja, vielleicht hören wir uns auch mal über dieses Ding hier, dann melde dich einfach. Meine neuen Workshops sind übrigens online jetzt. Die findest du auf www.erini.com und da sind einige Kurse extra entwickelt worden, wie man sich schützt, abgrenzt, wie man sich von Manipulationsenergien löst, die einfach jetzt für diese Zeit gemacht sind. Vielleicht sehen wir uns ja mal live bei einem Workshop in diesen Räumen hier. Oder wir hören uns, würde mich freuen. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute bewusste Zeit mit neuen Erfahrungen, raus aus den Gewohnheiten. Tschüss, alles Gute und bis nächstes Mal.